Die Huren der Fürsten arbeiten gerne mit Legaldefinitionen. Und in diesem speziellen Fall bin ich grundsätzlich erstmal nicht dagegen. Es ist schon sinnvoll, wichtige rechtliche Begriffe genau zu definieren, allein schon damit man weiß, worüber man redet. Mir ist auch der Nachteil bewusst. Es sind Fallstricke und unfaire Waffen, die ein Jurist gegenüber einem normalen Menschen hat. Ein Nicht-Jurist, der einfach normal die Sprache benutzt, kann mit Hilfe von Legaldefinitionen recht einfach um sein Recht gebracht werden. Ein Wort falsch benutzt und die Aussage zählt als falsch. Ein Begriff benutzt, der in der Juristensprache anders benutzt wird und das, was getan wird, ist etwas ganz anderes als das, was gemeint war. Blöd. Das allein neutralisiert allerdings noch nicht den Nutzen, den Legaldefinitionen haben könnten. Was die Huren der Fürsten allerdings hochgradig manipulativ und bösartig betreiben, ist das gezielte Weglassen von Legaldefinitionen. Mehrere Religionen sind offiziell staatlich anerkannt und werden auch vom Staat genannt. Was der Staat aber nicht macht, ist genau zu definieren, was ein Vertreter der jeweiligen Religion ist, wie das zweifelsfrei bestimmt werden kann. Und das ist ein Problem. Denn wie soll im konkreten Anwendungsfall genau erkannt werden, ob die betroffene Person ein unkritisierbarer oder was auch immer ist? Schließlich sind das alles nur herbeifantasierte Begriffe. Es existiert kein Test, mit dem man die Religion oder Ideologie eines Menschen zuverlässig herausfinden könnte. Und wenn sich die Justiz dann auch noch weigert, eine genaue Definition zu liefern, wie will man dann wissen, wovon man überhaupt redet? Für Juristen ist diese Unsicherheit eine Goldgrube. Da lässt sich trefflich herumstreiten und viel Geld aus den Streitparteien herausleiern. Warum sollte man sich diese wunderbare Einkommensquelle zunichte machen, wenn man da anfängt, klar zu definieren, worüber gesprochen wird? Und für den Staat ist das Auslassen von Legaldefinitionen ein wunderbares Werkzeug, um jedermann jederzeit unter irgendeinem Vorwand wegsperren zu können. Es ist ja so, Menschen, die nicht denken und nicht hinterfragen, werden auch nie Probleme mit dem Staat bekommen. Menschen, die unangenehme Fragen stellen, haben bewiesen, dass sie zumindest versucht haben zu denken, und das kann der Staat nicht brauchen. Noch schlimmer sind Menschen, die Unrecht und Bigotterie erkennen können und dieses Unrecht, diese Fehler dann auch aufzeigen. Da greifen dann eine ganze Armada an Redeverboten, Verhetzung, üble Nachrede und Beleidigung und natürlich der wunderbare Blasphemieparagraf sind sehr effektive Waffen gegen die Wahrheit, gegen die Freiheit, gegen die Menschenwürde und schließlich, ist das Thema dieses Videos, voller Begriffe, die nicht legal definiert sind, damit auch ja keine Widerrede oder Kritik daran möglich ist. Etwa beim Verhetzungsparagrafen. Wer zu Gewalt oder Hass aufstachelt. Ist das nicht schön? Heutzutage, wo in Universitäten daran geforscht wird, wie man Mikroaggressionen erkennen kann und wo die überall sind. Was ist Gewalt? Körperliche? Seelische? Muss es direkt sein? Indirekt? Genügt subjektiv empfundene Gewalt? Was ist mit Mikrogewalt? Oder wie genau muss man das verstehen? Hass? Was ist das? Auch Liebe kann Hass sein, oft sogar gleichzeitig. Zählt auch Hassliebe? Wurden die Hexen aus Hass oder aus Liebe verbrannt? Was ist, wenn man zu Liebe aufstachelt? Das Ergebnis kann das gleiche sein wie bei Hass, aber das Aufstacheln zu Liebe ist nicht illegal? Wie viele Menschen wurden schließlich schon aus Liebe umgebracht? Gibt's bei Hass eine Abstufung? Wie viele Prozent Hass müssen erreicht sein, damit das Gesetz greift? Und wie misst man das? Oder genügt schon eine entfernte Andeutung von Hass, eine Spur von Hass, die nur nach eingehender Psychoanalyse an den Tag gebracht werden kann, weil sie nicht als solche wahrgenommen wurde. Alles egal, wenn Hass da ist und sei es auch nur tief im Unterbewusstsein verborgen, greift dann das Gesetz? Übrigens waren das rhetorische Fragen, die nur die Lächerlichkeit des Gesetzes aufzeigen sollen. Natürlich ist es beim Verhetzungsparagrafen gleich wie beim Blasphemieparagrafen. Es ist gar nicht nötig, dass tatsächlich Hass entstanden ist. Die Mutmaßung,
dass die Rede geeignet war, potenziell Hass zu erzeugen, genügt. Schon praktisch, wenn man jemanden unter einem Vorwand verfolgen will. Es muss gar nichts Reales passiert sein. Eine hypothetische Möglichkeit, dass jemand ein Gefühl hätte entwickeln können, genügt für eine strafrechtliche Verfolgung. Und man glaubt ernsthaft, dass der Staat eine derartige Waffe nicht missbrauchen wird? Jeder Naturrechtler weiß, dass alle Redeverbote Unrecht sind. Auf meine gerade gestellten Fragen gibt es keine Antworten. Redeverbote sind Unrecht und nur ein Mittel der Tyrannei. Und die Juristen wissen das auch. Sie sind die gekauften Intellektuellen des Staates. Sie sind nicht dumm. Sie wissen, was sie tun, dass sie dem Unrecht zum Durchbruch helfen. Wissend und mit voller Absicht. Und ja, es ging ja um Legaldefinitionen. Kurz zusammengefasst, Legaldefinitionen werden von den Huren der Fürsten nur dort gemacht, wo es ihnen und dem Staat nützt, und dort weggelassen, wo es ihnen und dem Staat nützt. Legaldefinitionen wären wirklich gut, wenn es sie für alles gäbe, was in Gesetzestexten vorkommt. Dann könnte man diese Gesetzestexte angreifen, schwammige Formulierungen besser entlarven und Gesetze, die nur der Tyrannei dienen, sofort erkennen. Aber da schwammige Formulierungen und Rechtsunsicherheit das große Ziel des Staates und damit auch der Justiz sind, wird daraus nichts werden. Aus dem nützlichen und im Grunde guten Werkzeug der Legaldefinitionen wird im Staatszusammenhang wieder mal nur eine Waffe gegen die Freiheit, eine Waffe gegen den Menschen. Danke für deine Zeit.